www.tragzeit.de. Tragzeit verbindet. Vor kurzem hatte ich Maja Dehne bei mir zu Besuch. Und sie hat für euch ganz exklusiv aus ihrem Buch Deutschland sucht den Krippenplatz vorgelesen. Liebe Mamas, liebe Papas, liebe Politikerinnen und Politiker, stellt euch vor, alle Linas und Lukas in Köln, Kassel und Kiel haben plötzlich einen Krippenplatz. Mit frisch lackierten Naturholzmöbeln, frisch gedünsteten Biomöhren und frisch ausgebildeten Erzieherinnen. Wäre das nicht toll? Ja, davon träumen ja nun wirklich viele. Aber wie entstand denn nun die Idee von Deutschland sucht den Krippenplatz? Deutschland sucht den Krippenplatz hieß am Anfang natürlich nicht Deutschland sucht den Krippenplatz, sondern Maja nervt ihre Freunde. Bei jeder Gelegenheit, wo es irgendwie ansatzweise um das Thema Mama, Papa, Kind, Familie ging, hält Maja ihren großen Vortrag. Und irgendwann sagten diese netten Freunde dann, Maja, geh in die Politik oder schreib ein Buch, aber verschone uns bitte mit diesen Vorträgen. Ich bin dann nicht in die Politik gegangen, sondern habe das Buch geschrieben. Und wer sollte sich jetzt sofort auf den Weg machen und das Buch kaufen? Das Buch ist geschrieben für Mamas, Papas, Omas, Opas, Babysitter, Lehrer, Erzieher, Horterzieher, eigentlich für alle. Aber vor allen Dingen für alle, die mit Kindern zu tun haben und die jeden Tag sich mit Kindern beschäftigen, Kindern erziehen sollen, Kindern was beibringen sollen, mit Kindern spielen sollen. Ja, Menschen, die mit Kindern zu tun haben. Eigentlich für uns alle. Was wünschst du dir auf politischer Ebene? Was muss geschehen? Ich bin froh und glücklich, dass sie sich jetzt anfangen zu streiten über Väter, die zu Hause bleiben, der Vizekanzler. Ich bin froh, dass es über eine Familienarbeitszeit gesprochen wird. Lange Zeit war das ja so ein bisschen still ruht der See. Wir waren kurz vor der Bundestagswahl. Ich dachte, jetzt kommt's, das große Thema. Und es kam nichts, plopp. Wir unterhielten uns über Mautgebühren von Lkw auf deutschen Straßen und so wichtigen, anderen wichtigen Themen, sicher alles wichtige Themen, aber dieses Thema spielte lange Zeit keine Rolle, jetzt spielt es eine Rolle und ich hoffe, dass es mehr Diskussionen darüber gibt, dass wir uns mehr darüber streiten und dass wir nicht denken, mit der Schaffung von ein paar tausend Kita-Plätzen haben wir jetzt der Sache genug getan und jetzt läuft's doch, regt euch doch nicht auf, Eltern, wir haben doch jetzt diese Plätze geschaffen, es gibt offenbar auch keine großartige Klagewelle. Warum bleibt die Klagewelle aus oder sind alle glücklich? Die Frage ist, ob für die Kinder das Beste ist, wenn ich jetzt wirklich mein Kind zum Modellfall mache und sage, so, ich klage jetzt durch alle Instanzen. A, kann ich mir das leisten? Ich habe einen Job, mein Kind muss versorgt sein. Ich will nicht die Klagemutti sein, die hinterher auf der Bank sitzt und keiner will mein Kind mehr nehmen, weil es ist die, die immer nörgelt und die, die sich immer beschwert. Sowas spielt sicher eine Rolle. Und bei vielen Eltern glaube ich wirklich, dass das irgendwie ist, dass sie am Ende eines Weges, wo sie eine Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder gesucht haben, irgendwann auch so resigniert sind und so aufgeben und sagen, mein Gott, so ist die Welt, sie ist schlecht, sie ist anstrengend, aber ich muss arbeiten, irgendwie muss die Kohle reinkommen und das wird schon irgendwie gut gehen. Ganz viele Eltern, die ich spreche, sagen, es ist okay. Ich erlebe ganz wenige Eltern, die sagen, ich habe eine großartige Kita. Wir haben einen Platz, es ist okay, das Kind ist da versorgt und damit geben sie sich zufrieden. Ob das gut ist. Es ist sicher gut für den Frieden, denn wie gesagt, es gibt keine Klagewelle. Aber ich glaube nicht, dass das wirklich das Ende der Fahnenstange ist und dass wir so weitermachen können. Ja, aber ist die Ganztagsbetreuung tatsächlich die Lösung, Maja? Was schreibst du denn in deinem Buch dazu? Dummerweise hat die Sache zwei Haken. Erstens wird es ohne Trickserei nicht gelingen, für alle Lukas und Linas Kita-Plätze in Rekordgeschwindigkeit einfach mal so aus dem Boden zu stampfen. Und zweitens werden sich durch die vielen versprochenen neuen Betreuungsplätze nicht plötzlich alle anderen Probleme einfach so in Luft auflösen? Oder glaubt außer dem Arbeitgeberpräsidenten tatsächlich irgendwer, dass ein paar Betriebskindergärten dafür sorgen werden, dass Mama nach 3 Monaten wieder allzeitbereit am Schreibtisch sitzt? Glaubt außer der Familienministerin tatsächlich irgendwer, dass Frauen wieder mehr Kinder kriegen, wenn sie diese nur möglichst schnell nach der Geburt rund um die Uhr wegorganisieren können? Glaubt außer der Arbeitsministerin tatsächlich irgendwer, dass Mütter mühelos Karriere machen, wenn sie ihre Kinder gut versorgt in einer All-Inclusive-Ganztagskita wissen? Ich glaube das nicht. Nein, ich bin keine Verfechterin der Herdprämie. Ja, ich finde schon, dass der weitere Ausbau der Kinderbetreuung bitter nötig ist und für manche Mütter sogar überlebenswichtig. Eine gute Kinderbetreuung und die frühe Förderung für alle Kinder gehören zu den wichtigsten Zukunftsaufgaben in Deutschland. Das behauptet die Webseite des Familienministeriums und das stimmt auch. Aber die Lösung aller Probleme rund ums Thema Kind und Karriere sind Ganztagskitas und Schulen ganz sicher nicht. Weder ich noch irgendeine Mutter, die ich kenne, hat Kinder bekommen, um sie möglichst schnell wieder loszuwerden.
Liebe Maja, ich danke dir für das Interview. Lass uns morgen darüber sprechen, wie Eltern einen Kita-Platz finden können. Noch Fragen? Triff uns auf Facebook oder Twitter, abonniere unseren YouTube-Kanal oder besuche uns auf www.tragzeit.de.